So, ja, ich habe mir hier so einen Synthesizer-Bausatz mal gekauft. Allerdings günstiger. Der kostet sonst regulär 29 Euro. Ich habe die Hälfte bezahlt. Ich mache mal den Link unter das Video. Ja, also was hier so zu sehen ist, dass... gibt es nicht wirklich, das ist nur um die Verpackung zu verschönern, genauso wie Matrix 3x3. Das ist auch nur ein Fake, also und hier diese Schalter hier, wo Effekt steht und das ist alles Blödsinn. Eigentlich hat man nur hier diesen Drehregler, den Lautsprecher und diese drei Regler und diese Tastatur. Aber mal gucken. So, muss man aufmachen. Macht ja auch immer wieder Spaß, ein bisschen zu löten. Wie immer kann man auch wohl die, hier sieht man das, die, da wo die Löcher sind, da kann man was einbauen, aber hier oben ist alles nur Show. Hier sind auch Löcher für den Lautsprecher. Aber viel muss man da auch nicht löten, weil das meiste ist ja der Mikroprozessor. Also meine Brille aufsetzen. Lötkolben schon angeworfen. Das sind die Bauteile. Hier, das ist der eigentliche Synthesizer. Dieses Ding hier. Sehen. Das ist der eigentliche Synthesizer und der Rest ist dann so ein Batteriehalter, bisschen Kabel. Übrigens, diese Gummimatten, die sind gut. Das sind einfach nur Auto-Fußmatten und die haben ja dieses Waffeleisenmuster und dadurch rollen die Schrauben nicht weg. Ich mache da auch mal einen Link unter das Video. Hier sind so zwei Schräubchen mit Muttern zum Befestigen dieses Boards, vermute ich mal. Ein Lautsprecher. Diese Matten, die sind ganz billig. Und hier sind noch so Teile. Poti, Dioden. Das muss man dann halt zusammenlöten. Hier ist noch ein Drehregler für die Lautstärke, nehme ich an. Und eine Gebrauchsanweisung. So, ja, im ersten Schritt schraubt man diese Platine hier auf diese Pappe drauf. Und zwar so, dass wenn man das so hält, dass das Franzis, hier sieht man es jetzt verdeckt, dass das aufrecht zu lesen ist. Ist ein bisschen friemelig mit diesen Mini-Muttern. Man kann die dann, wenn man sie dann drauf gefriemelt hat, dann mit der Elektronikzange so festhalten und mit einem feinen Schraubendreher, ich nehme, obwohl das jetzt Kreuzschlitzschrauben sind, nehme ich trotzdem immer gerne einen normalen Schlitzschraubendreher, weil der rutscht nicht so leicht ab. Man könnte zwar denken, Kreuzschlitzschraubendreher ist besser, weil der vier Blätter hat, aber die sind ja so abgeschrägt und die rutschen schnell raus. Und dadurch vermurkst man dann die Schrauben. Der hier, der rutscht nicht, der ist. So, ja, es sieht komisch aus, nicht? Es wird von außen so drauf geschraubt. Aber das soll wohl so. Muss auch, weil jetzt kommen als nächstes im zweiten Schritt, werden diese Schalter hier drauf gelötet. Diese kleinen Druckschalter hier.
Ja, also bevor man was lötet, sollte man den Lötkolben erstmal abbürsten, damit die Schlacke abgeht. Ich habe mir hier dazu in den Schraubstock so eine Messingbürste reingeklemmt. Und dann ziehe ich den Lötkolben da so drüber. Man kann auch die Bürste mit der Hand drüber ziehen, aber ich fand das so irgendwie praktischer. So. Jetzt will ich mal auf die Pappe da fokussieren. So, jetzt werde ich diesen kleinen Schalter festlöten. Der hat vier Füße und dementsprechend sind hier vier Löcher. Und dann nehme ich ein, ich mache mal ganz, obwohl das nicht unbedingt nötig ist, tunke den Lötkolben mal kurz in das Lötfett. Das ist mehr so eine Gewohnheit. Ich glaube, hier ist eh schon Lötfett drin oder Lötmittel drin in dem Lötzinn. Und dann mache ich hier so ein bisschen da so dran. Ah, das läuft ja gut. Ah ja, das geht gut. Bisschen seltsam, dass man da auf der Pappe rumlötet, ne? So, festgelötet. Wollen mal gucken. Vier Füße, viermal Lötzinn. So, im nächsten Schritt soll man diese LEDs einbauen. Und zwar die blaue. Was stand da? Die blaue mehr zur Schachtel mit. Ach so, da muss die hier hin. Die blaue soll dahin und die grüne hierhin. Ich werde da aber ein bisschen Kleber dran machen. Die sind mir etwas zu locker. So, und bei diesen LEDs muss man auf die Polung achten. Und zwar, wenn man genau hinschaut, dann ist dieser eine Draht etwas länger als der andere. Das ist immer Plus. Der längere ist Plus. Der kürzere ist Minus. Und hier, wo das angelötet werden soll, da kann man sehen, da steht Plus und Minus. Wenn man ganz genau hinschaut, also wenn ihr das dann vor euch habt, seht ihr das. Also der linke, der ist jetzt also Plus und der rechte Minus. Und so sind die also richtig rum schon reingesteckt. So, nachdem ich einen Tropfen Pat aber erstmal zuschrauben hier. Patex zuschrauben. Ist mir nur schon mal vertrocknet. Nachdem ich jetzt hier also einen Tropfen Patex, ich hatte gerade nichts anderes zur Hand, drauf gemacht habe, habe ich dann die Kontakte so umgebogen. So ist das auch in der Anleitung beschrieben, sodass die dann da auf diese Kontakte so zeigen und jetzt werde ich das noch anlöten. Ich muss mir diese Kopflupe aufsetzen, ich sehe nichts. Kennt ihr bestimmt, ne? Das sind diese Dinger hier, ne? Kopflupe. So mit der Brille alleine sehe ich da nicht genug. So. Das ist zugegeben etwas knifflig, weil man muss. Ah ja, das war's. Gleichzeitig auch darauf achten, dass man die Pappe nicht röstet.
Doch, das hat geklappt. Geht. So, ne, kann man das sehen? Da sind sie festgelötet. So, als nächstes soll der Lautsprecher eingebaut werden. Und das finde ich ein bisschen doof, weil man sieht kaum, was jetzt Minus und Plus ist. Also wenn man ganz genau hinschaut, dann sieht man, dass hier auf der Seite scheinbar ein Minus aufgedruckt ist. Aber das Plus sieht man nicht. Also ich gehe mal jetzt davon aus, dass das das Minus ist. So, und dann soll man das also hier in diesen Schlitz so reinschieben. Man kann das auch festkleben. Aber ich finde, das ist stramm genug. Und möglichst so, dass es schon so in Richtung Leiterplatte zielt. Ich werde den noch ein bisschen drehen. Dann kann man das Kabel etwas kürzer haben. Und dann soll man also diese Litze hier möglichst nur so lang verwenden, wie sie sein muss. Also jetzt, also möglichst knapp. Das hat damit zu tun, dass das sehr knapp bemessen ist. Und dann sonst hat man braucht das ja noch für andere Sachen auch. Sonst hat man am Ende zu wenig. Ich glaube, das ist der Hintergedanke dabei. So, ich habe jetzt hier zwei Stück Litze abgelenkt und an den Enden abisoliert, also mit dem Messer einmal so vorsichtig drumherum geschnitten, am besten mit so einem Messer hier. Und Japan-Cutter nennen die sich, die werden im Zeichenbedarf zum Beispiel auch benutzt. Jetzt werde ich diese Kabelenden erstmal verzinnen. Das heißt, ich mache mir da etwas Lötzinn drauf. Ich könnte dazu praktischerweise hier diese helfende Hand benutzen und da das Kabel reinklemmen. Das ist sehr praktisch. Das ist auch spottbillig, das Ding. Und dann mache ich hier ein bisschen Lötzinn schon mal drauf. Fertig. Mit dem anderen auch. Der ist für Plus. Der kürzere ist für Minus. Mal gucken, ob man das im Video überhaupt sehen kann. Ja. Zwischendurch muss ich mal den Lötkolben auf der Messingbürste abziehen, damit er sauber wird. Sonst hat man so verkrustete Schlacke drauf. Dann löst sich das nicht mehr gut. So, und dann mache ich hier. Hier sind ja schon, hier ist schon Lötzinn drauf. Da muss ich nicht noch mal extra. Dann löte ich das hier mal an. Die Temperatur ist ungefähr 300 Grad vom Lötkolben. Ne? Nur mal so als Information. Mache ich schon mal vorher hier ein bisschen drauf. LS heißt Lautsprecher. Ja, beim Löten ist immer wichtig, dass alles erhitzt wird. Nicht nur das Kabel, sondern auch hier der Untergrund, ne? Sonst wird das nichts. Ja, das habe ich jetzt mit meiner Hand verdeckt. Aber so kann man es dann sehen, wie es angelötet ist. Also der hier ist Minus
Der geht hier zum Minus und der andere ist Plus. So, als nächstes soll man das Potentiometer einbauen. Und das Potentiometer hat einen eingebauten Schalter. Und man sieht es, wenn man das ganz an den Anschlag dreht, wird der Kontakt hier unterbrochen. Das heißt, das ist also dann ausgeschaltet. So soll man das auch einbauen. Und hier sieht man dieses hochgebogene Blech. Und das kommt dann hier in das kleine Loch rein. So, ne? Das drückt man dann da so rein. Dann kann das sich nicht wegdrehen und dann wird es festgeschraubt mit einer Scheibe und mit einer Mutter. Sollte man natürlich, ist ja nur Pappe, ne? Nicht zu fest knallen, als würde man hier einen Wasserhahn anschrauben oder so. Nehme ich mal hier die Zange. So ist richtig. Der Pinökel ist im Loch. So, jetzt wird es kniffelig. Jetzt muss man mehrere Drahtstücke ablängen für die einzelnen Kontakte und das anlöten. So, das ist hier mit Abstand der schwierigste und fummeligste Teil. Ich habe jetzt erstmal diese drei Drahtstücke abgelenkt und verzinnt. Dann habe ich hier dieses Ende des Potentiometers mit dem Plus verbunden, das ist ganz wichtig. Sonst macht man sich den Synthesizer kaputt. Dann habe ich hier überall Lötzinn drauf gemacht auf diese Kontakte hier. Und jetzt mache ich hier auch noch auf die P2, P1 und P3 auch noch mal Lötzinn drauf. So, und das ist jetzt das Knifflige ist, dass da muss sich was kreuzen. Und zwar, hier wird das ja beschrieben. Also der P3, also hier der äußere, muss an den P3. So, und der P1, da steht ja jetzt P1, kann man das sehen? Der kommt an den äußeren Kontakt des Potentiometers. So. Das ist ganz wichtig. Also hier der äußere muss an den P1 und der P3 muss an den äußeren. Ja, und jetzt halt der mittlere an den P2. Wollen wir mal vergleichen, ob das auch stimmt. Also P3 hier an den äußeren, an den P3. Der linksaußen P1 an den P1. Und der mittlere an den P2.
So, das müsste stimmen. Jetzt kommt dann noch das Batteriefach. So, jetzt kommt noch das Batteriefach. Da muss man auch ganz doll aufpassen auf die Polung, weil sonst zerstört man sich eventuell, schreiben die hier auch, den ganzen Synthesizer. Das ergibt sich jetzt aber von selbst, denn es bleibt ja nur noch ein Kontakt übrig. Das heißt, hier der Minuspol kommt an diesen Bat minus. Da kommt der Minuspol hin und der Pluspol vom Batteriehalter geht an das Potentiometer. Ach, da ist ja noch gar kein Lötzinn drauf. Ist jetzt aber beengt von oben die Lampe. Links das Stativ. So, das war's. Fertig. Batteriefach. Und dann kommt hier noch der Knopf drauf. Den kann man auch. Da ist eine Schraube drin. Damit kann man den feststellen. So, da er jetzt ja aus ist, kann ich das off. Nach so stellen. So. Geht. Ja, und werde ich mal Batterien holen und mal gucken, ob das alles geklappt hat. Sehen wir ja dann, ob es funktioniert. So, bevor man die Batterien einlegt, soll man den Schalter auf off stellen. Jetzt lege ich die Batterien rein. Echt mal gespannt, ob ich das richtig gemacht habe. Ich werde das Batteriefach wahrscheinlich hier ein bisschen mit Patex ankleben, schätze ich mal. Aber erstmal sehen, ob es überhaupt funktioniert. So, mal zurückzoomen. So, jetzt mache ich ihn an. Jetzt leuchtet es schon mal. Das ist ein gutes Zeichen. Ha. Oktave. Ja, mit den Funktionen muss ich mich erst noch vertraut machen. Aber sehr viel wird es da nicht geben. Ja, also so kann man erstmal nicht so wahnsinnig viel damit machen. Also man kann hier wenn man den oberen Druckschalter gedrückt hält, werden die Töne höher und wenn man den unteren gedrückt hält, tiefer. Dann gibt es hier Tremolo. Ich werde immer ein paar überspringen. Es sind insgesamt 11 Schritte. Man muss die komplett durchlaufen, um wieder bei 1 anzukommen. Wie ein Telefon. Es wird halt immer langsamer.
So, jetzt sind wir wieder bei 0, also bei 1. Jetzt mache ich mal den anderen. Envelope. Und wird auch leiser. Schreiben die auch. So, und angeblich kann man das auch kombinieren mit dem anderen. Ja, klingt anders. Ah, jetzt ist der durch. Na gut. So, naja, also so wahnsinnig viel kann man damit eigentlich nicht machen. Aber was mich jetzt doch noch reizt, da irgendwas dran rumzufummeln, mit einem regelbaren Widerstand oder irgendwie sowas. Und außerdem werde ich ihn auch mal ans Oszilloskop halten. Gucken, was da eigentlich rauskommt. Jo, das soll es erstmal gewesen sein. Das ist also der Francis Synthesizer-Bausatz. Naja, braucht man nicht wirklich. Aber ich werde ihn trotzdem im Auge behalten und wie gesagt, mal ein bisschen rumfummeln. Vielleicht kann ich noch ein paar andere Effekte rauszaubern. Jo.